Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit einem opulenten Schlüssel. Den will ich mal zeigen, wo man den kriegt. Eigentlich ist es ja nicht so ganz so schwer. Mittlerweile sollten es eigentlich alle auch wissen, wo man die Sachen findet, weil steht hier alles beschrieben. Opulenter Schlüssel, hier einmal Verbrauchsgegenstand, Hinweis, die königlichen Bäder zu Füßen von etwas Großem. Ja, also müsst ihr erstmal zu den königlichen Bädern und dann halt dort die Kiste suchen. Die liegt irgendwo zu Füßen von etwas Großem. Ja, das werden wir jetzt direkt machen. Man kann auch immer nur einen Schlüssel tragen, deswegen am besten immer direkt looten, sonst versperrt der Schlüssel irgendwas. Und das wollen wir natürlich nicht. Dann müsst ihr hier einfach ins Kastell reisen. Ich mache jetzt einfach von Anfang an alles. Dann links halten, dann Richtung Bäder laufen und dann dort die Kiste dann looten. Dann seid ihr auch schon fertig. Ist nichts Schwieriges, aber vielleicht weiß man es ja trotzdem nicht so ganz genau. Deswegen werde ich es jetzt nochmal zeigen. Ja, das. Die Season 17 ist soweit erstmal ganz okay, aber da hoffe ich, kommt noch ein bisschen mehr. Ja, alles andere wird es dann nachher noch zeigen hier. Aber erstmal die Sachen erstmal alle wegfrühstücken, die man frühstücken kann. Und dann schauen wir mal. So, hier natürlich auch mal Albtraum-Eindämmungsevent natürlich auch mal spielen. Am besten dann, wenn genug Leute hier sind. Ja, jetzt gerade natürlich erstmal nicht, weil spielt es im WLAN. Also man startet halt, rennt direkt los und dann könnt ihr links euch halten. Links geht es zu den Bädern, in der Mitte, darunter in den Keller geht es zu den Lustgärten. Wir wollen ja zu den Bädern und die Kiste mal schnell looten. Ja, es ist mega easy eigentlich. Also die opulenten Schlüssel kriegt ihr auch immer random irgendwie aus dem Event hier. Oder halt auch aus diesen Kisten, die ihr nach dem Event noch suchen könnt, die verschlossen sind in irgendwelchen Räumen. Die Räume kriegt ihr aber nur auf, wenn ihr das Hauptevent hier Albtraum-Eindämmung gespielt habt, dann lösen sich nämlich die Sicherheitsvorkehrungen hier und dann könnt ihr die Türen aufmachen. Das ist auch noch dazu gesagt. So, hier etwas so unter etwas Großem, das ist hier die Statue, die große, und dann ist die Kiste hier gleich links. Also eigentlich gar nicht schwer, ihr kommt direkt da rein. Und dann könnt ihr direkt looten. Außer die nerven jetzt hier gerade ein bisschen. So, machen wir mal auf. Ja, da gab es noch halt einmal Drang Barock Energiewaffe. Ob das eine gute Sache ist oder nicht, weiß ich nicht genau. Ihr sollt natürlich dementsprechend immer alles fertig machen hier. Hier ist bestimmt auch ein Triumph, den ihr abschließt nachher. Das war sie einmal hier oder ist sie einmal. Ja. Ob welche Perks es gut sind, weiß ich nicht. Korkenzieher 3, Polygonlauf, taktisches Magazin, stabile Geschosse, fixer Zug, Toben im Übermaß. Und ja, wie gesagt, was davon gut ist, welche Waffe oder welche nicht, kann ich euch gar nicht sagen. Wird sich dann rausstellen irgendwann. Ich mir das alles mal genau angucke. Ja, das soll es gewesen sein. Das war der opulente Schlüssel. Wie gesagt, eigentlich nicht schwierig. Wie gesagt, lest das durch, was da steht. Geht dahin, sucht die Kiste. Gibt mehrere Kisten. Nicht nur die, die ich gezeigt habe bis jetzt auf dem Channel. Und danke fürs Zusehen. Danke für den Support. Euch guten Loot und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.